Hallo zusammen. Hier eine Aufgabe zum Thema kritische Menge. Wie immer könnt ihr das Video an dieser Stelle anhalten und die Aufgabe lösen. Kommen wir zur gemeinsamen Lösung. In Teilaufgabe A berechnen Sie jeweils die Gesamtkosten der Maschinen pro Jahr bei einer jährlichen Produktionsmenge von 8000 Stück. Als Zusatzinformation, die Abschreibungen werden linear ermittelt und die Restwertmethode wird bei den kalkulatorischen Zinsen angewendet. Fangen wir bei Maschine A mit den Abschreibungen an. Die Formel für den linearen Abschreibungsbetrag ist Wiederbeschaffungswert minus Restwert geteilt durch N, also die Anzahl der Jahre Nutzungsdauer. In unserem Fall Wiederbeschaffungswert sind die Anschaffungskosten mit 8000 minus dem Restwert sind 1000. Bedeutet, wir bekommen den Wert 7000. 7000 geteilt durch die Nutzungsdauer 5 ergibt 1400. Genauso bei Maschine B, 10.500 minus 1500 ergibt 9000. 9.000 geteilt durch 5 Jahre ergibt 1.800 als Abschreibung bei Maschine B. Kommen wir zum kalkulatorischen Zins. Beim kalkulatorischen Zins lautet die Formel Anschaffungskosten plus Restwert geteilt durch 2 mal kalkulatorischem Zinssatz. In unserem Fall bei Maschine A Anschaffungskosten plus Restwert sind 9.000, 9.000 geteilt durch 2 sind 4.500 und 4.500 mal 8% Zinssatz ergibt 360 Euro. Bei Maschine B 10.500 plus 1.500 ergibt 12.000, 12.000 geteilt durch 2 ergibt 6.000 und 6.000 mal 8% ergibt 480 für den kalkulatorischen Zins. Dann kommen die Fixkosten pro Jahr mit 300 und 400 Euro dazu und zu guter Letzt noch die Fertigungskosten für 8.000 Stück, 0,6 mal 8.000 Stück für Maschine A und 0,4 mal 8000 Stück für Maschine B. Somit haben wir alle Werte, die addieren wir zusammen. Das ergibt einen Wert von 6.860 Euro für Maschine A und 5.880 Euro für Maschine B. Das heißt, bei einer Produktionsmenge von 8000 Stück ist Maschine B günstiger. Berechnen Sie die kritische Menge. Um die kritische Menge berechnen zu können, benötigen wir eine Kostenfunktion. Die Kostenfunktion setzt sich zusammen aus variablen Kosten und fixen Kosten. Wie kommen wir auf die fixen Kosten? Dazu schauen wir uns noch einmal Teilaufgabe A an. Unabhängig von der Menge sind in dieser Rechnung die Abschreibung, der kalkulatorische Zins und die Fixkosten. Das heißt, für Maschine A sind das 1400 plus 360 plus 300. Das heißt, 2060 Euro Fixkosten. Für Maschine B 1800 plus 480 plus 400. Das heißt 2680 an Fixkosten. Und genau das sind die beiden Werte, die wir hier hinten eintragen. Die variablen Kosten haben wir in der Aufgabenstellung mit 0,6 und 0,4. Und das Ganze muss dann mal der Menge genommen werden. Um die kritische Menge herauszubekommen, setzen wir K1 und K2 gleich.
Das heißt, wir schreiben 0,6 mal x plus 2060 ist gleich 0,4x plus 2680. Durch Umformen dieser Gleichung kommen wir auf den Wert 3100 für x.